Die Wallfahrtskirche gehörte ab 1382 im Wege der katholischen Pfarrkirche St. Dionysus in Pippinsried zum Kloster Indersdorf. Im Mai 1613 unternahmen mehrere Bewohner aus Pippinsried eine Wallfahrt nach Regensburg zum heiligen Wolfgang, anlässlich der Reliquientranslation seiner Gebeine nach Regensburg. Von dieser Reise brachten sie mehrere Bilder des St. Wolfgang mit. Eines der Bilder setzten sie in die Höhlung eines Baumes. Als dieser Baum nach Jahren gefällt wurde, fiel das Bild schließlich heraus. Der Legende zufolge kehrte dieses Bildnis des heiligen Wolfgang noch mehrere Male auf einem Baumstumpf im Wald zurück, nachdem es der Pfarrer von Pippinsried auf den Altar seiner Kirche gelegt hatte. Dieser Umstand und jener, dass der Finder dieses Bildes nach Anrufung Hilfe bei einem körperlichen Leiden erhalten hatte, erregte so viel Aufsehen, dass am Fundort des Bildes eine hölzerne Säule errichtet wurde. Weil der Andrang zu diesem heiligen Bild weiter zunahm, wurde die Säule durch eine hölzerne Kapelle ersetzt, die am 26. Oktober 1638 die Messerlaubnis erhielt. Im Jahr 1693 wurde sie durch eine Kirche aus Stein ersetzt, die am 6. Juli 1695 geweiht wurde. Sie steht bis heute in ihrer ursprünglichen Form. Die Wallfahrtskirche ist ein Saalbau mit einem nicht abgesetzten halbrunden Chor, einem Dachreiter über dem Westgiebel sowie einer vor der Westfassade gelegenen Vorhalle. Die Sakristei ist am Chorscheitel angebaut. Baumeister war Hans Maurer aus Hertelbach. Die Fassade ist durch Putzpilaster gegliedert. Der Pacheraltar ist ein Pentaptychon, ein Wandelaltar mit einem Hauptschrein, zwei beidseitig bemalten und beweglichen Außen- und Innenflügeln. Der Schrein ist darüber hinaus mit Skulpturen versehen und Schreinwächtern flankiert. Ein kleiner Teil der Schnitzarbeiten des Schreins ist farbig gefasst, der größte Teil ist vergoldet. Thema des Hauptschreins ist die Krönung Mariens. Der Flügelaltar mit seinen drei Schauseiten ist heute der einzig komplett erhaltene Altar Michael Pachers. Der Altar beinhaltet 71 geschnitzte und gefasste Skulpturen sowie 24 einzelne Gemälde. Schrein, Gesprenge und Skulpturen sind aus Zirbelkiefer gefertigt, Flügelrahmen und Bildtafeln aus Fichtenholz. St. Gilgen ist neben Strobel und St. Wolfgang eine der drei umliegenden Gemeinden des Wolfgangsees und die östlichste der Gemeinden im Wolfgang-Ischl-Tal. Erfolgte die erste urkundliche Erwähnung von Rantersdorf und 1120 wurde Braunau zum ersten Mal urkundlich unter dem Namen Prunav erwähnt. Jahrhundertelang gehörte Braunau sowie das ganze Innviertel zu Bayern. 1260 erhielt Braunau das Stadtrecht. Während des Bayerischen Bauern- und Volksaufstandes 1705 bis 1706 wurde Braunau von österreichischen Truppen der Reichsarmee unter dem Oberbefehl des habsburgischen Kaisers Joseph I. kurzzeitig belagert.
Die Truppen mussten sich aber den Aufständischen am 16. Dezember 1705 ergeben. Braunau und Burghausen wurden damit zu den militärischen und politischen Zentren der Aufstandsbewegung. Im Zuge des österreichischen Erbfolgekrieges wurde Braunau 1743 erneut von der Reichsarmee belagert. 1779 wurde im Friedensvertrag von Teschen das zum Kurfürstentum Bayern gehörende Innviertel schließlich den Habsburgern zugesprochen. Die römisch-katholische Stadtpfarrkirche St. Stephan ist ein Wahrzeichen der Stadt Braunau am Inn und besitzt mit ihrem 87 Meter hohen Turm einen der höchsten Kirchtürme Österreichs. Typologisch steht der Bau in der Tradition der Landshuter Bauschule und ist im Hinblick auf die Gewölbefiguration verwandt bzw. vorbildhaft für die St. Johanneskirche in Dingolfing, die Spitalkirche Heilig Geist in Landshut oder die Pfarrkirche St. Nikolaus in Eggenfelden. Der Grundriss des Kirchenschiffs zeigt wiederum den Einfluss der Landshuter Martinskirche. Die Zunft- und Handwerkskirche St. Stephan wurde zwischen 1439 und 1466 aufgebaut. Zuvor befand sich dort schon eine Kapelle. Die Braunauer Stadtpfarrkirche ist einer der bedeutendsten spätgotischen Kirchenbauten Österreichs. Die ursprüngliche Bauform der Kirche blieb vollständig erhalten. Hauptbaumeister war Stefan Krummenauer. Bauherren waren die Zünfte der Stadt. Die spätgotische dreischiffige Hallenkirche besitzt zwei Reihen von je sechs Seitenkapellen, die von den Zünften gespendet wurden. Alle bis auf eine Kapelle wurden teils oder vollständig barockisiert. Einzig die Bäckerkapelle ist im gotischen Stil erhalten geblieben, da es der Zunft der Bäcker an Geld fehlte. Das kunstvolle Netzgewölbe der Kirche wird in der kunsthistorischen Literatur dem Werkmeister Hans Wechselberger zugeschrieben und entsprechend auch als Wechselberger Figuration bezeichnet. Wenngleich dieser nicht der erste Meister war, der diese Art der Figuration eingesetzt hatte. Bei der Übertragung von Reliquien des heiligen Hippolyt vom Kloster Tegernsee in das Hippolytuskloster in St. Pölten wurde auch in Everding an der Donau Rast gemacht. Deshalb wurde um 786 das Patrozinium auf den heiligen Hippolyt gewählt. 1407 legte der Passauer Fürsterzbischof Georg von Hohenlohe den Grundstein für den Neubau der Efferdinger Stadtpfarrkirche und die Kirche gehört mit der Stadtpfarrkirche Braunau und der Stadtpfarrkirche Steyr zu den mittelalterlichen Großkirchen von Oberösterreich. Errichtet wurde die mittelalterliche Staffelkirche erst ab 1451, zuerst vom Dombaumeister des Passauer Doms Jörg Windisch und nach dessen Tod von seinem Polier Bernhard Reckendorfer. Patronatsherren der Kirche waren die Grafen von Schaumburg und in deren Nachfolge die Starhemberg. Am Abend des Neujahrtages 1507 wurden die Gesamtkosten des Neubaus mit 5.191 Pfund Pfennig angegeben. Bedingt durch die Reformation
und bedingt durch den Glaubenswechsel der Patronatsherren und etwa 75% der Bevölkerung wirkten von 1544 bis 1624 evangelische Pfarrer in der Kirche. Aus dieser Zeit stammen wertvolle Epitaphe wie das Schaumberger Hochgrab sowie die große Glocke des Geläutes, die 1586 in Linz gegossen wurde. Die Stadt Eferding und weite Teile Oberösterreichs wurden 1626 im Bauernkrieg verwüstet. Als die Bajuwaren im 6. Jahrhundert ins Land einwanderten, soll ein bajuwarischer Edelmann namens Efrito der Stadt ihren Namen gegeben haben. Wahrscheinlicher erscheint jedoch, ihn vom niederdeutschen Evers ist gleich Fluss, Schiff abzuleiten, was bedeuten würde, ein Ort, wo Schiffe landen. Die Basilika St. Laurens erhebt sich über den Mauerresten römischer Vorgängerbauten, die bei archäologischen Grabungen zwischen 1960 und 1966 freigelegt wurden. Das älteste Bauwerk, ein vornehmes römisches Haus, stammt aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Im 4. oder 5. Jahrhundert wurde darüber eine frühchristliche Kirche erbaut. Es folgten weitere Umbauten und Erweiterungen bis um 1300, die heute noch bestehende Kirche im gotischen Stil errichtet wurde. Nach Abschluss der archäologischen Grabungen und Forschungen wurde die Kirche 1966 bis 1968 neu eingerichtet und war damit eine der ersten Kirchen im Land, deren Gestaltung bereits vom Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils geprägt war. Historische Bedeutung ist St. Laurens vor allem deshalb zuzuschreiben, weil hier sowohl die Wirkungsstätte des heiligen Florian von Lorch sowie die des heiligen Severin von Noricum lag, der nach dem Zeugnis der Vita Sancti Severini in einer Basilika zu Lauriacum das Wunder einer Ölvermehrung bewirkt haben soll. Um 1276 wurde mit dem Bau ganz im Sinne der Bettelordensarchitektur begonnen. Sie ist somit eine der ältesten Bettelordenskirchen in Österreich. Das Langhaus hatte, wie bei Minoritenkirchen damals üblich, eine höher gelegene Holzdecke. Der Chorraum wurde in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts errichtet. Das Langhaus wurde in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts mit einem einfachen Kreuzrippengewölbe versehen. Auf ein reicheres Netzrippengewölbe, wie zu dieser Zeit üblich, wurde wegen des Armutsideals verzichtet. Im Zuge der Gegenreformation, auch im Hinblick auf den damals modernen Baustil des Barock, wurde die Kirche mit einer Barockausstattung versehen. Die Chorfenster wurden zugemauert und ein bis zur Decke reichender Barockaltar sowie vier Seitenaltäre und der Kirchturm errichtet. Erste Siedlungen im Mündungsgebiet der Enns finden sich vor etwa 4000 Jahren. Um 400 vor Christus besiedelten Kelten das Land. Deren Königreich Noricum wurde 15 nach Christus dem Römischen Reich angegliedert und im Jahr 45 zur römischen Provinz Noricum erhoben. Vor 205 errichteten die Römer für die 2. italische Legion das Militärlager Lauriacum, mit bis zu 6.400 Soldaten. Und zwar nördlich des heutigen Stadtzentrums,
nahe der Donau, die die Reichsgrenze bildete und gegen germanische Stämme verteidigt werden musste. Lauriacum erhielt 212 von Kaiser Caracalla das Stadtrecht. Damals lebten hier mit der südwestlich des befestigten Lagers gelegenen Zivilstadt etwa 30.000 Menschen. Die Pfarrkirche steht mittig am Hauptplatz in der Stadtgemeinde St. Valentin im Bezirk Amstetten. Die auf den heiligen Valentin von Rätien geweihte römisch-katholische Pfarrkirche gehört zum Dekanat Haag in der Diözese St. Pölten. Die Kirche steht unter Denkmalschutz. Vermutlich wurde die Kirche im 9. Jahrhundert als Filiale von Lorch gegründet und gegen Ende des 10. Jahrhunderts als Pfarre vom Bistum Passau eingerichtet oder neu aufgerichtet. Urkundlich wurde Ende des 12. Jahrhunderts im Stiftsbrief vom Kloster Erla, deren Patronat mit 1234 bestätigt, und bis zur Klosteraufhebung 1583 ausgeübt, dann ging das Patronat an das Wiener Königinkloster der Klarissen, befand sich bis 1835 beim Religionsfonds und bis 1928 bei der Herrschaft Schloss Erla, seit 1928 bei der Diözese St. Pölten. Die bemerkenswerte spätestgotische Hallenkirche mit einem Langchor und einem vorgestellten Westturm ist ein Spätwerk der Steirer Bauhütte. Die Pfarrkirche Käfermarkt steht leicht erhöht im Ort der gleichnamigen Marktgemeinde im Bezirk Freistadt in Oberösterreich. Die auf den heiligen Wolfgang von Regensburg geweihte römisch-katholische Pfarrkirche gehört zum Dekanat Freistadt in der Diözese Linz. Die Kirche mit dem bedeutendsten spätgotischen Flügelaltar Österreichs steht unter Denkmalschutz. Unter Christoph von Zelking wurde die Kirche als Wallfahrtskirche erbaut. Urkundlich entstand das Langhaus von 1473 bis 1476, wo es dann auch geweiht wurde. Der Chor entstand ab 1490 oder 1491 und wurde vor 1500 vollendet. Der Käfermarkter Flügelaltar wurde zwischen 1490 und 1497 von einem heute namentlich nicht mehr bekannten Meister für die Pfarrkirche geschaffen. Aufgrund seiner hohen künstlerischen Qualität und Größe zählt der Käfermarkter Altar zu den bedeutsamsten und europaweit größten Werken spätgotischer Schnittkunst und bildet eine der Hauptsehenswürdigkeiten der Marktgemeinde. Der 13,5 Meter hohe und 6,3 Meter breite Altar wurde aus Lindenholz gefertigt. Im Mittelteil, dem Schrein des Altars, stehen überlebensgroße Statuen der drei Heiligen Petrus, Wolfgang und Christophorus. Sie werden von reich geschmückten Konsolen getragen und von Baldachinen bekrönt. Über den genauen Zeitpunkt der Entstehung der Stadt gibt es nur Vermutungen, da etwaige Urkunden entweder verloren gegangen sind oder zu wenig aussagen.
Es wird angenommen, dass Freistadt um 1225 vom Babenberger Leopold VI., dem Glorreichen, planmäßig angelegt wurde, indem er eine bestehende Siedlung am Handelsweg von Enns nach Norden erweiterte und mit zahlreichen Privilegien ausstattete, um die wirtschaftliche Existenz zu sichern. Erstmals wurde Freistadt als Friedenstadt 1241 urkundlich erwähnt, 1277 gewährte König Rudolf von Habsburg der Freistadt, das war der damalige Name der Stadt, das Niederlags- und Stapelrecht sowie den Straßenzwang. Durch die verliehenen Privilegien stieg Freistadt ab dem 14. Jahrhundert rasch zu einer reichen und blühenden Stadt auf und wurde das wirtschaftliche Zentrum des Mühlviertels. Die Lage an einer wichtigen Handelsstraße war Lebensgrundlage und Quelle des Reichtums. Die Haupthandelswaren in Richtung Norden waren Eisen und Salz aus dem südlichen Oberösterreich, sowie Fische aus Böhmen in Richtung Süden. Die ersten Stadtmauern wurden zum Schutz des Reichtums am Ende des 14. Jahrhunderts und Mitte des 15. Jahrhunderts wesentlich verstärkt und es entstand die heute noch vorhandene Stadtbefestigung und das Schloss Freistadt in der Nordostecke der Stadt. Die Kirche wurde im 13. Jahrhundert als romanische Kirche errichtet, im 14. und 15. Jahrhundert gotisiert und auf eine fünfschiffige Basilika ausgebaut. In der Barockzeit wurde sie wiederum umgebaut, bevor 1967 die ursprüngliche Gotik weitgehend wiederhergestellt wurde. Heute ist die auf die heilige Katharina geweihte Stadtpfarrkirche die einzige fünfschiffige Kirche Österreichs. Sie gehört zum Dekanat Freistadt der Diözese Linz und steht unter Denkmalschutz. Die ursprünglich dreischiffige romanische Basilika wurde mit flacher Holzdecke, achteckigen Säulen und dem lateinischen Kreuz als Grundriss errichtet. Das Vierungsrechteck der Kirche wurde viermal im Langschiff und einmal im Ostchor verwirklicht. Die zwei Seitenschiffe wurden halb so hoch und halb so breit wie das Langschiff errichtet und schlossen im Altarraum gerade ab. Es wird vermutet, dass das Presbyterium ursprünglich eine halbrunde Apsis hatte. Das bleibt bis heute unbestätigt, da Baupläne aus dieser Zeit nicht überliefert sind. Die Liebfrauenkirche wurde 1345 in einer Urkunde zum ersten Mal erwähnt und war ursprünglich eine Spitalskirche des nahen Siechenhauses. Die Kirche steht außerhalb der Stadtmauer vor dem Böhmertor an der Schmiedgasse. Urkundlich wurde die Kirche 1147 als Eigenkirche des Otto von Machland dem Kloster Sebnich als Dotationsgut übergeben. Der erste Pfarrer wurde 1270 urkundlich genannt. 1399 wurde sie dem Kloster inkorporiert und verblieb bis zur Auflösung dieses 1792. Die Kirche ist mit einem Schlingrippengewölbe ausgestattet, das als kunstgeschichtliche Rarität nur wenige Pendants aufweist. Das Schlingrippengewölbe gilt als höchster Ausdruck der Baukunst der Spätgotik und wurde in Königswiesen unter höchstem planerischem Aufwand 1520 zur Abstützung der Dachkonstruktion eingesetzt. Musik.
Allein der Bau des Gewölbes soll 7 bis 9 Jahre gedauert haben, da jede der einzelnen Rippen mit individuell bearbeiteten Steinen wie für die Matrix eines Mosaiks bearbeitet werden musste. Die Konstruktion wird der Bauhütte des Freistädter Steinmetzmeisters Matthes Kleindl zugeschrieben. Unter den Babenbergern blühte Grein dank des regen Schiffsverkehrs auf der Donau auf. Die stromabwärts gelegene Stromenge machte Grein zu einem bedeutenden Donauort. Schloss Grainburg liegt unmittelbar an der Donau im Strudengau. Das Schloss ist Wahrzeichen der Stadt und das älteste Wohnschloss Österreichs. Sein heutiges Aussehen ist bestimmt von der spätmittelalterlichen Burganlage aus den Jahren 1488 bis 1493 und den Umbauten aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Grein hatte geprüfte Nauführer und geschworene Lotsen. 1220 bis 1240 war Grein der Sitz des babenbergischen Amtsmanns und somit landesfürstlich. Um 1250 ging dieses Amt auf die Burg Werfenstein im Machlande über und Grein war bis zur Übergabe an die Preußenken 1489 der nahen Burgherrschaft Werfenstein untertänig. Der ursprüngliche Bau aus dem 11. Jahrhundert war eine dreischiffige, flachgedeckte frühromanische Pfeilerbasilika und ist noch teilweise in den Umfassungsmauern erhalten. Unter Propst Heinrich, welcher um 1224 bis 1240 Propst von Stift Ardager sowie Passauer Dompropst war, erfolgte der Neubau der Kirche als spätromanische dreischiffige Basilika mit erhöhtem Chor und darunter liegender Krypta. Das Bodenniveau des Langschiffes war ursprünglich niedriger als heute. Nach dem Gewölbeeinsturz im Zuge der Brandstiftung während der Türkenbelagerung 1529 wurde der Schutt nicht mehr entfernt. Das ebenfalls von Propst Heinrich gestiftete Margaretenfenster ist die älteste figürliche Glasmalerei Österreichs und zeigt ihn im unteren Rundmedaillon des Fensters mit einem Kirchenmodell der geplanten dreischiffigen Basilika mit 2 hohen Westtürmen, die aber so nie gebaut wurden. Der zur Ausführung gebrachte niedrige Kirchturm wurde 1780 erhöht, konnte jedoch das zusätzliche Gewicht nicht tragen. Er musste daher wieder abgetragen und 1804 in der heutigen Gestalt neu errichtet werden. Der frühromanische Bau aus dem 11. Jahrhundert bestand vermutlich als kleine Burgkirche. Urkundlich um 1250 eine Lehenspfarre Zwieselkirchen des Rüdiger von Anschau. Nach der Reformation bestand von 1626 bis 1982 wieder ein katholisches Patronat der Familie Salburg und Nachfolger. Vor dem Jahr 1521 entstand eine Stiftung des Stefan Perger zum spätgotischen Neubau der Kirche. 1984 fand eine Restaurierung statt. Die römisch-katholische Stadtpfarrkirche Steyr ist dem heiligen Egidius und dem heiligen Koloman geweiht. Sie wurde im 15. Jahrhundert in gotischem Stil errichtet und ist das bedeutendste Sakralgebäude der Stadt Steyr.
Nach Manfred Brandl, der die frühe Entwicklung der Stadt untersuchte, lässt sich die Geschichte des ersten Kirchenbaus bis etwa 1100 zurückverfolgen. Die namentliche Sicherstellung der Kirche erfolgte 1275 im Zusammenhang mit einem Besitzstreit. Bei einem Stadtbrand 1303 wurde die Kirche in Mitleidenschaft gezogen. Der Histograf Valentin Breunhueber berichtet, dass um 1300 die Filialkirche zur Pfarre erhoben wurde. Der wirtschaftliche Aufschwung der Stadt im 15. Jahrhundert und die dadurch rasch wachsende Gemeinde bewirkten einen vollständigen Neubau der bestehenden spätgotischen Stadtpfarrkirche St. Egidius und Koloman. 1443 wurde der Wiener Dombaumeister Hans Buchsbaum mit dem Neubau beauftragt, unter dessen Leitung der Rohbau des Chores fertiggestellt wurde. Nach dem Tod Buchsbaums übernahm ab 1456 sein Nachfolger Laurenz Spenning die Einwölbung des Chores und den Einbau des Turms, der in dieser Form zunächst nicht vorgesehen war. Gegen den nach 1477 am Bau des Langhauses beteiligten Mert Kranschach wurde 1482 eine Anklage wegen Veruntreuung von Geldern erhoben. Statt ihm wurde die Weiterführung des Baus dem Vorsitzenden der Admonter Bauhütte, Wolfgang Tenk, übertragen, dem nach seinem Tode 1513 wiederum Hans Schwettichauer folgte. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wirkten an der Stadtpfarrkirche Steyr evangelische Prediger, nachdem die Bürger der Stadt zur Lehre Martin Luthers gewechselt hatten. In den 50 Jahren der evangelischen Einflussnahme entstand die westliche Vorhalle, die bis an die Stadtmauer reichte. Um die Wende zum 17. Jahrhundert beherrschten Benediktinermönche aus Garsten die weitere Entwicklung der Stadtpfarrkirche. Zahlreiche Streufunde zeigen, dass die Gegend um Steyr schon in frühester Zeit besiedelt war, wenn sich auch eine vorgeschichtliche Siedlung im Stadtgebiet nicht nachweisen lässt. Um 600 vor Christus wanderten Kelten ein, die als erste das Eisen des Erzberges abbauten. Der Name Steyr entstammt der keltischen Sprache und bezeichnet den gleichnamigen Fluss. Der griechische Geograph Claudius Ptolemäus hat in seinem Atlas der Ökumene unter Noricum einen Ort Gesodunum vermerkt, der von Wissenschaftlern der TU Berlin anhand von transformierten antiken Koordinaten im Raum von Steyr lokalisiert wurde. Die Römer brachten das Eisen, das sie das Norische nannten, auf der alten Eisenstraße zu ihrer Schildfabrik nach Lauriacum. Nach der Überlieferung stand auf dem Felsen über dem Zusammenfluss von Steyr und Enns
bereits ein römischer Wachturm. Im 6. Jahrhundert wurde das Gebiet von bayerischen Stämmen besiedelt und Teil des Herzogtums. Es gehörte später zum Rodungsbezirk des 777 vom Bayernherzog Tassilo gegründeten Klosters Kremsmünster. Zum Schutz des Reiches gegen die Einfälle der Ungarn wurden um 900 an der Enns zwei wehrhafte Burgen errichtet, die Burg zu Enns und die Styrerburg, die 980 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Die Erbauer der Burg waren die Grafen von Wels-Lambach, die Besitzungen im Traungau und in der karantanischen Mark hatten. Um 1055 traten die aus dem Chiemgau stammenden Ottakare, deren Erbe, unter der Herrschaft der bayerischen Herzöge an. Das Wappentier der Ottakare war der weiße Panther. Durch Erbschaften und kluge Heiratspolitik, Ottakar II. War mit einer Babenbergerin vermählt, vergrößerten sie ihre Besitzungen in der Steiermark beträchtlich. Schloss Lamberg ist im heutigen Erscheinungsbild ein barockes Schloss mit einem englischen Landschaftspark. Die Pläne für den barocken Umbau stammen von Johann Michael Brunner. Von der ehemaligen Styrerburg sind ein gotischer Torbogen am Fuße des Schlossberges, Reste der stadtseitigen Burgmauer, der 35 Meter breite Burggraben und der Bergfried erhalten. Auch der Renaissancebrunnen mit dem lambergischen Wappentier wurde zuerst 1666 im Hof der Burg aufgestellt. Dieser wurde von den drei Hauptflügeln umschlossen. Die dreieckige Form ergibt sich aus dem Bauplatz am Felsvorsprung. In der Mitte des Hofes befindet sich ein Brunnen aus dem Jahr 1666 mit einer Hundeplastik, umgeben von 12 barocken Zwergenfiguren aus Sandstein. Die wasserspeiende Hundefigur stellt das lambergische Wappentier dar. Urkundlich im Jahr 1082 ging die Doppelpfarre mit Behamberg im Tausch gegen Garsten an den Bischof Altmann von Passau. Im Zuge der Restaurierung von 1983 wurde in der Pfarrkirche ein romanisches Langhaus mit Chorquadrat festgestellt. Zudem wurden Fundamente vom gotischen Vorgängerbau bei den Grabungen gefunden. Jedoch ist die heute existierende Gestalt vor allem durch die Spätgotik bestimmt. Nur der Turm der Kirche, einschließlich der Mauermasse des Gebäudes, stammen aus der Zeit der Romanik und wurden in der Spätgotik nur ummantelt bzw. vergrößert. Die auf das Fest Mariä Himmelfahrt geweihte römisch-katholische Pfarr- und Wallfahrtskirche, dem Stift Seitenstetten inkorporiert, gehört zum Dekanat Amstetten der Diözese St. Pölten. Eine anfängliche Kirche um 1100 wurde urkundlich 1116 als Filiale der Pfarrkirche Aschbach-Markt dem Stift Seitenstetten übertragen. 1380 wurde sie zur Pfarre. Um 1441 wurde das heutige Langhaus vollendet, um 1500 entwickelte sich eine Wallfahrt und um 1510 bis 1520 wurde ein neuer, großzügiger Chorneubau, vielleicht nach den Plänen von Hans Schwettichauer, errichtet. 1794 gab es einen Kirchenbrand. Ab 1868 wurde die Kirche teils regotisiert.
1967 oder 1968 wurde die Kirche restauriert. Die Filialkirche wurde 1478 errichtet. Der Anbau des heutigen Langhauses erfolgte im frühen 16. Jahrhundert. Der schlichte spätgotische Bau besteht aus dem Langhaus, dem eingezogenen Fünfachtelchor und dem sechsseitigen, auf Steinkonsolen pechnasenartig emporragenden Dachreiter mit Zeltdach über dem Westgiebel. Die Fassade ist durch zweiteilige Maßwerkspitzbodenfenster zwischen einfach abgetreppten Strebepfeilern gegliedert. Gemäß der Legende starb der heilige Gotthalm, ein Diener des heiligen Koloman, nach 1012 in Mauer. Gotthalms Leichnam wurde aber nach Melk überführt. Dieser Umstand zog bereits einige Pilger nach Mauer. Vom ältesten Kirchenbau ist heute nichts mehr erhalten. Möglicherweise war diese Kirche ein Holzbau, wie in der Vita Altmanni berichtet wird. Die Besitztümer der Pfarre Mauer wurden im 14. und 15. Jahrhundert vergrößert. Aus dieser Zeit stammt wahrscheinlich der älteste Teil der Pfarrkirche. Vermutlich wurden um 1300 die beiden Seitenschiffe angebaut. Erst im späten 15. Jahrhundert wurde der hohe Chor angefügt. Die Kirche sollte im 15. Jahrhundert größer ausgebaut werden, doch die Reformation vereitelte weitere Bautätigkeiten, weil die Herren von Albrechtsberg, die zu den Förderern gehörten, die neue Lehre angenommen hatten. In der letzten Bauphase wurde schließlich der spätgotische Turm errichtet. Der Schnitzaltar aus dem Jahr 1509 ist ein Meisterwerk der Spätgotik. Der namentlich nicht bekannte Bildschnitzer, der den Altar geschaffen hatte, wird als Meister des Altars von Mauer bei Melk bezeichnet. Das um 1510 entstandene Werk gilt als ein Wunder gotischer Schnitzkunst im österreichischen Donauraum. Der Mittelteil des Altars zeigt Maria mit dem Kind und weitere Heilige. Auf den Seitenflügeln sind Szenen aus dem Marienleben dargestellt. Möglicherweise waren an dem Altar zwei Künstler beteiligt, da man in den Figuren darüber, der Kreuzigungsgruppe im Altaraufsatz, unterschiedliche Bearbeitungen zu erkennen glaubt.